Hey, hey, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir ein kleines Tool vorstellen, welches du über Windows kostenlos im Browser nutzen kannst. Und zwar geht es um die HemingwayApp.com. Wenn du hier drauf gehst, wird sich ein Editor öffnen, ja. Und mit diesem Editor kannst du deine Texte bearbeiten, beziehungsweise du kannst sie auch darin schreiben. Und gerade wenn du jetzt, wenn du das Ganze für Marketingzwecke nutzen möchtest, ist es ja so, Marketing ist ja immer Kommunikation mit deiner Zielgruppe. Und da ist es natürlich gut, wenn deine Texte für den Leser einfach, klar, verständlich sind und wenn deine Message klar rüberkommt. Natürlich, den Inhalt kannst du mit diesem Editor natürlich nicht beeinflussen. Da muss man dann für sich selbst noch kreativ werden und gewisse Regeln des Marketings einfach verfolgen. Aber was zum Beispiel Lesbarkeit und Rechtschreibung und so weiter betrifft, ist das hier eine richtig tolle App. Und zwar, wenn du die Seite aufrufst, hast du hier schon diesen Standardtext hier so drin, der verdeutlichen soll, was die Hemingway-App alles für dich tun kann. Und gerade wenn du zum Beispiel Blogartikel erstellst oder wenn du ein Buch schreibst oder wenn du Facebook-Posts erstellen willst, dann kann dir das Tool hier richtig viel Zeit sparen und auch sehr gut helfen, das Ganze einfach auch leserlich zu machen, weil oft sehe ich halt immer wieder mal Texte, die sind überhaupt nicht formatiert. Da hast du relativ lange Sätze, so wie hier, ja. Und ich gebe zu, auch in vielen meiner früheren Artikel habe ich darauf nicht so viel Wert gelegt. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren deutlich gewandelt, dass ich da stärker drauf achte. Und ich werde jetzt in Zukunft auch öfter mit diesem Editor arbeiten, weil ich mir davon einfacher hoffe. Und das sagt oder das kommt auch rüber, wenn man sich Rezensionen zu diesem Tool anschaut, dass sich dein Schreibstil mit der Zeit einfach verbessert. Und wenn du viel schreibst oder wenn du Texte schreibst, die verkaufen sollen oder Facebook-Posts, wie was auch immer, dann ist es natürlich auch schön, dass deine oder sollte es auch so sein, dass deine Leser Spaß beim Lesen deiner Inhalte haben, ja. Und was macht jetzt dieses Tool? Im Prinzip macht es, du hast hier oben natürlich die Möglichkeit, hier verschiedene Schriftarten und Überschriften und so weiter zu wählen, ja. Und das Tool macht im Prinzip da nichts anderes, wie deinen Text quasi zu kontrollieren und dir Vorschläge zu unterbreiten. Das heißt, wenn du siehst jetzt hier diesen roten Bereich, der rote Bereich siehst du hier die Erklärung dazu. Und der rote Bereich sagt jetzt nichts anderes aus, dass einer von 11 Sätzen, ja, der ist sehr stark oder sehr hart zu lesen. Also das heißt, der ist schlecht leserlich. Und und dann hast du hier die Möglichkeit, einfach das Ganze abzuändern und und den Satz umzuschreiben. Ja, das Gelb bedeutet, dass auch dieser Satz nicht so optimal ist zu lesen. Ja, ist aber noch nicht ganz so schlimm wie der rote Satz. Dann hast du hier diese violetten oder rosanen oder wie auch immer, hast du hier eine Phrase has a simpler alternative. Das heißt, du kannst hier, wenn du hier draufklickst, kannst du das Wort hier zum Beispiel durch use ersetzen und dann hast du im Prinzip den Satz für den Leser einfach verbessert und optimiert. Wie gesagt, das jetzt hier auf Englisch funktioniert, aber auch meines Wissens auf Deutsch. Und dann hast du hier die grünen Use of Passive Voice, meeting the goal of two or fewer. Das heißt, wenn du hier drauf gehst, ne, dann hast du hier auch wieder einen Verbesserungsvorschlag, den du dann für dich umsetzen kannst. Dann gibt es noch blau, ja. Auch hier hast du die Möglichkeit, dann einfach den Satz quasi umzustellen beziehungsweise das Wort auszutauschen. Und dann siehst du hier, im Prinzip macht es das Programm dann auch für dich. Und so kannst du eben halt deine Sätze einfach optimieren. An und für sich selbst erklären. Du hast hier noch die Möglichkeit, dir die Wörteranzahl anzeigen zu lassen, die durchschnittliche Lesezeit. Auch das ist zum Beispiel eine tolle Geschichte, wenn du einen Blogartikel schreibst und möchtest dann deinen Leser vorab informieren, was so die voraussichtliche Lesezeit ist, kannst du die hier übernehmen.
Genau, so, also wie gesagt, wollte ich dir einfach nur kurz zeigen, habe die jetzt selber erst neu entdeckt, ja, werde die jetzt in Zukunft weiter nutzen, aber so das, was ich hier schon sehe, finde ich super gelungen und ja, werde ich da auch auf dem Laufenden halten, wie meine Erfahrungen da damit sind. Falls du es schon im Einsatz hast, würde mich nutzen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, schreib gerne in die Kommentarfunktion und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass der Tipp für dich wieder hilfreich war. Teile es gerne mit deinem Netzwerk. In diesem Sinne viel Spaß beim Schreiben. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Und ach ja, nicht vergessen, Kanal abonnieren. Bis bald. Ciao, ciao.